Was gerne, jetzt glaube Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben Samstag, den 22.10.2022. Und ich heiße euch herzlich willkommen zum Samstag, zur Verschönerung des Samstagabends. Für Technik und bisherigen inhaltlichen Rahmen der letzten Jahre muss ich euch nicht viel erzählen, weil wir haben unser korruptionsbefreites Forum und in diesem Forum gibt es auch einen Thread über die Samstags oder Verantwortungstreffen oder Verantwortungstalks. Könnt ihr nachlesen? Wir machen das technisch als Redekreis mit frei verteilbaren Redeanteilen. Also man kann sich unterbrechen in jeder Runde. Und Überschrift ist ja eben, wir tauchen auf aus dem Strom des Lebens für die Verantwortungsfrage. Wie ist das alles zu sehen? Ist es verantwortlich, was wir da so machen? Ja. Gut, damit würde ich sagen, gebe ich mal für die erste inhaltliche Runde an den Dillen weiter. Ja, und nur ganz kurzer Hinweis an Jannik. Deine Uhr ist aus Altersschwäche heute Morgen kaputt gegangen und du hast jetzt Wechsel 5. Ne? Wechsel 5 Alles klar. ist die neue Uhr. Ja, unsere Nummer 3 ist leider, hat das Zeitliche gesegnet. So, es geht los. Ja, also, ja, die Menschheit packt das nicht, was ich versuche es aber auf den Zentralpunkt zu bringen heute. Vor 400.000 Jahren war alles in Ordnung. Die Menschen und die Bonobos, also die Savannenbonobos, Homo erectus nannte man sie damals, und die Bonobos Panpaniscus hatten vor 400.000 Jahren beide die gleiche Lebenssituation. Beide lebten sie in Kommunen. Beide total glücklich. Beide wahrheitsorientiert. Es gab keine Möglichkeit, durch Irrtümer irgendjemanden Schaden zuzufügen in der Gemeinschaft, sondern alle waren wahrheitsorientiert. Alle waren pazifistisch. Jede Kommune hatte ein liebevolles Verhältnis zu allen anderen. Und jetzt fällt es genau der entscheidende Punkt schwer zu verstehen, nämlich dass in der Sekunde, in genau der Sekunde, wo die erste tauschhandelnde Person auftaucht, dass in der Sekunde alles zerstört wurde. Und genau das tun sich die Leute schwer, haben irgendwelche verstiegenen Theorien, die nicht logisch sind und nicht schlüssig sind und so weiter. Dabei ist die Logik ganz einfach. Die erste tauschhandelnde Person überhaupt hat zum ersten Mal sofort in der ersten Sekunde genau das gegenläufige Interesse zu allen vorherigen Interessenslagen. Oder also vorher war nur Wahrheit möglich und jetzt plötzlich interessiert nur noch eine Frage. Nicht, was ist die Wahrheit, was nützt den Kindern, was nützt den Frauen, was ist gut für alle. Sowas, sondern wie bringe ich die Leute dazu, dass sie mehr kaufen müssen und mehr kaufen wollen? Und dazu eignen sich leider Irrtümer viel besser als Wahrheiten. Und dadurch sozusagen entstand eine Evolution mit einem Irrtum nach dem anderen. Und die Irrtümer sozusagen waren der große Weg, wie man den Menschen die Kommune wegnehmen konnte, wie man sie ja, die Kommunen zerstören konnte, wo die Leute stattdessen zum Kaufen und zum Shoppen bringen konnte. Ja, und das ist eben der grundsätzliche Ablauf des Ganzen. Ja, und genau das werde ich heute, darauf werde ich heute öfters eingehen, dass das die einfache Logik, Biologik, die Logik dessen ist,
vorher perfektes Kommunenleben, pazifistisch und so weiter, dann die ersten tauschhandelnden Personen, die ersten Irrtümer und die Zerstörung des Kommunenlebens. Und ja, das ist eben der Kapitalismus. Ja, wo irre ich mich? Wechsel. Ja, Wechsel 2. Also aus meiner Sicht irrst du dich auf jeden Fall nicht in der Hinsicht, dass dieser Tauschhandel ein zersetzendes Gift war für die frühen menschengeschwisterlich oder menschenvermehrteilenden Mitglieder der Familien, Sippen und Stämme. Ich beziehe mich ja immer gerne auf dieses Buch von Gräber und glaube, die Logik, die er beschreibt, ist ziemlich stimmig, dass er gesagt hat, in den frühen Zeiten, als der Tauschhandel dann da, sagen wir mal, begann, also mal annehmend, dass der da gestartet hat irgendwie und vorher gar nicht existierte. Er bezog sich auf Fremde und Feinde, während innerhalb der eigenen Gruppe, also des eigenen Stammes, ein Vertrauensverhältnis war, ein Einheitsgefühl, eine Verbundenheit, dass man eben davon ausging, man kann dem anderen einfach frei schenken und teilen, weil der auch so mit einem schenkt und teilt. Halt wie es bis heute in funktionierenden Familien der Fall ist. Da ist diese Verbundenheit. Die ist also nicht nur Menschen möglich, sondern in einer Grundform des Sozialen, wie der Familie, ist sie das bestimmende soziale Gesetz. Und ja, also der Tauschhandel hat sich dann reingefressen in die sozialen Strukturen der Menschen und wurde zum Bestimmenden, also wir sind ja an dem Punkt in der heutigen Zeit, fühlen sich die Leute modern, wenn sie da Eheverträge miteinander machen und Güterregelungen treffen, weil sie diese Verbundenheit, die einfach den freien Fluss zulässt, bis in die Kernfamilien hinein immer weiter disqualifiziert und zerbröselt haben. Dass das Gift ist, ist, glaube ich, völlig klar aus der inneren Logik dieses jeweiligen Gebens und Nehmens. Denn die Tauschlogik schaut auf die unmittelbare Gegenleistung, beziehungsweise den Vorteil, Profit durch die unmittelbare Gegenleistung und nicht auf die weiterreichenden Zusammenhänge. Das bedeutet einen extremen Splitterblick, der die ganzheitlichen Bezüge des Menschlichen und der Verantwortung für alles, was wir tun, nicht mehr als Maßstab hat. Was früher zumindest eher möglich war. Also ich meine, man darf das auch nicht romantisieren, wenn ich vorhin gesagt habe, menschengeschwisterlich. Also oft waren es dann Gruppen, die sehr selbstbezogen waren, zum Teil ja vielleicht sogar gar nicht Kontakt zu anderen hatten oder sich vorstellen, sie sind die einzigen Menschen. Also soweit ich informiert bin, bedeutet Inuit, also die Selbstbezeichnung der Menschen, die wir als Eskimos uns auch bezeichnen, Mensch. Das heißt, die hatten die Vorstellung eben, dass sie die Menschen einfach sind. Ja, ich gebe weiter. Achso, du hättest, also wollte sagen, du hättest ja noch deine paar Sekunden gehabt. Okay, ja, dann sage ich noch, also diese frühen Völker haben vielleicht, also jetzt gar nicht diesen intensiven Kontakt aus Bewusstsein gehabt der vielen anderen, aber innerhalb haben sie schon mal, ich sag mal, stammesgeschwisterlich geteilt. Und wir Menschen könnten und müssten aus der Logik der Verantwortung heraus es zu menschengeschwisterlichem Teilen weiterdenken, weiter praktizieren. So, denke ich, gibt es keinen anderen Weg. Alles klar, ich gebe weiter. Ja, aber Yannick hat ja noch Konto und ich habe noch Konto. Wechsel 4. Und Yannick kann ja im Zweifelsfall auch noch weitergeben oder abgeben und so weiter. Ja, Wechsel 4. Ja, eben dieses Schenken der Savannenbonobos und der Bonobos, ja, da liegt dann halt der kleine große Unterschied, dass naturwissenschaftlich logisch es halt so ist, dass die Männer alles den Frauen und Kindern geschenkt haben und die Frauen alle ihre Liebe den sie beschenkenden Männern geschenkt haben und dass das dann eine ungefähre
Ausgeglichenheit darstellte, während ja die Schenkerbewegung eben davon träumt, dass es da gar keine Ausgewogenheit geben muss. Aber genau das ist der Punkt. Eine solche Kommune geht eben immer nur dann kaputt, wenn jemand mit dem Verhältnis des Gebens und Nehmens in der Gemeinschaft nicht mehr zufrieden ist. Und dann zerbricht eine solche Kommune. Und das, der Grund dafür sind eben die vorteilbringenden Irrtümer der Händler, die nämlich zum Beispiel sagen, ja, also dieser viele Sex und Körperkontakt ist unschicklich und schlecht. Und dann reduzieren eben die, zum Beispiel die Frauen, den Sex. Und das hat automatisch zur Folge, dass die Männer sich nicht mehr genügend liebevoll beantwortet fühlen. Und dann stellen sie ihre Geschenke ein. Und dann zerbricht die Kommune. Und dann hat der Kapitalismus erreicht, was er erreichen wollte, nämlich eine zerstörte Kommunenlandschaft, wo die Leute haben mehr Zeit, sich aufs Kaufen zu orientieren. Wechsel. Janik, also wenn du nichts sagen willst, kannst du ja weitergeben. Ne? Dann gebe ich weiter. Ja, dann können Öffi jetzt ja auch sagen, Wechsel 5. Ne? Janik kann natürlich jederzeit auch nochmal seine Zeit zurückerbitten, also dass sich das Wort nehmen einfach, weil es ist ja seine Zeit. Aber jetzt kannst du, Öffi, Wechsel 5 sagen und dann hast du nochmal Zeit. Ja, ich sag mal Wechsel 5, zumindest für einen Aspekt, der uns vielleicht allen an dieser Stelle gefällt, zu betonen. Nur damit der Zuschauer versteht, was dieser Unterschied ist zwischen dem, was du die Ausgewogenheit nennst bei den Bonobos und den Sabannenbonobos. Also das sind in der Sprache von Dylan dann die Menschen, die da angefangen haben, sich aus dem übrigen, ich sage jetzt mal salopp, Affenzusammenhang zu lösen und die Menschwerdung anzugehen. Die Ausgewogenheit, die Dylan meint, besteht darin, dass für das, was getan wird, doch auch geschaut wird noch, dass eine bestimmbare einzelne Gegenleistung erfolgt. Also jetzt zum Beispiel, die Frauen gucken auf die Früchte, die Männer gucken auf den Sex und ihren Beitrag auch an Schenken und Teilen machen sie in gewissem Maße, auch wenn das äußerlich kaum sichtbar oder spürbar ist, vom Funktionieren dieses Zusammenhangs abhängig. Die Schenkerlogik geht tatsächlich darüber hinaus. Und zwar in der Art und Weise, dass wir, also der gute Janik und ich, sagen, wir wollen einfach nach der Rechnung im Ganzen gehen. Also es kommt gar nicht darauf an, ob da irgendwelche einzelnen Splitterrechnungen mehr oder weniger gut beglichen werden. Wir haben als Menschen die Möglichkeit, einfach darüber nachzudenken, was ist sinnvoll und gut im Ganzen und was ist für jedes einzelne Teil so der rechte Platz und das rechte Maß. Und wir verhalten uns nach dieser Gesamtsinn- oder Gesamtverantwortungslogik, ohne dass dieses Befolgen der Gesamtlogik von Splitterrechnungen in einer Weise abhängig gemacht würde, dass man sagen kann, wenn die Splitterrechnung nicht beglichen wird oder nicht angemessen oder zufriedenstellend beglichen wird, dann gehen wir von der Gesamtlogik ab. Das ist der entscheidende Punkt. Für uns gibt es keine Splitterlogik, die uns von diesem Blick aufs Ganze und Sinn und Wohl des Ganzen wegreißen könnte, wegreißen sollte. Und wenn die Bonobos noch nicht so weit waren, es ist eine Möglichkeit, die in unserer Vernunftbegabung liegt, dass wir einfach so nach diesem Sinn und Wohlzusammenhang des Ganzen uns orientieren können. Und das ist das Beste, was wir machen können. Also das ist das Spezifische dann, was in der Schenker-Logik über die Bonobologik noch hinausgeht. Okay, den Aspekt, der ist dann damit für die Zuschauer, glaube ich, auch so erklärt, dass sie das gut nachvollziehen können, warum da Dylan von einem Unterschied noch gesprochen hat. Okay, Wechsel. Ja, Wechsel 4. Moment. Habe ich das gleich hier? Moment. So, dann haben wir das hier. So. Wechsel 4. Ja, und das ist eben der Punkt, dass die naturwissenschaftliche Logik halt sagt, ja, okay,
Es wäre ja rein theoretisch wünschenswert, wenn sozusagen tatsächlich Lebewesen in der Lage wären, irgendwie das Gute zu tun aus einer höheren geistigen Haltung und einem Sinn verstehen und so weiter. Aber wir als Naturwissenschaftler halten das leider für unmöglich. Wechsel, jetzt neue Runde beginnt. Alle haben wieder volles Konto. Wechsel 4. Ja, also genau das ist der Punkt, dass wir als Naturwissenschaftler sagen, ja, das wäre ja schön, wenn es andere Wege gäbe, wie Menschen das Gute tun könnten, aus dieser Sinnüberzeugung und so weiter heraus. Wir sagen nur, es macht keinen Sinn, auf etwas zu hoffen und zu träumen, was nur absolute Ausnahmemenschen wie Gandhi und Buddha oder ähnliche Ausnahme erscheinen, eine von Milliarden Ausnahmemenschen machen und können, sondern es macht sozusagen nur Sinn, sich auf das zu orientieren, was der Masse der Menschen zuzutrauen ist. Und das ist eben, dass sie zwar in der Lage sind, sozusagen fürsorglich mit der eigenen Familie umzugehen und so weiter, aber dass Menschen eben genetisch leider verankert sind, ihre Fürsorglichkeit nicht über die eigenen Familienmitglieder hinaus auszudehnen. Und dazu, sagen wir ja dann, muss man die Menschen zwingen, indem sie mit der GWÖ-GWO-Kombi, also mit der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination und der Wohlfühlstimme quasi gezwungen werden, allen Gutes tun zu müssen, auch denen, die jenseits der eigenen Familie sind, gezwungen sind, Gutes tun zu müssen, weil sie sonst finanziell so abgestraft werden, dass sie noch nicht einmal mehr ihrer Familie was Gutes tun können, wenn sie nicht eben allen Gutes tun. Und dass das eben die einzige Möglichkeit ist, die Hölle des Kapitalismus zu beenden, nämlich die Menschen zu zwingen, zum Gutes tun, über die familiären Grenzen hinaus das tun zu müssen. Ja, Wechselwunsch, Entschuldigung. Wechsel 5, ja. Wechsel 5, ja, also ich kann zu dieser naturwissenschaftlichen Sicht, die du jetzt dargestellt hast, eigentlich von gegenteiliger Erfahrung sprechen, dass ich auch als fremder Mensch für viele andere Menschen, von denen sozusagen beschenkt wurde. Ein Beispiel, ich bin einfach mal rumgelaufen und dann hat einfach ein Auto neben mir gehalten, die haben mir dann eine Packung Nudeln geschenkt oder alle möglichen Situationen. Das ist das eine. Dann zu der Sache, dass die Menschen nur mit dem Zwangskorsett sozusagen in die Richtung oder in diese Gemeinwohlrichtung hin entwickelt werden könnten, glaube ich nicht. Ich denke, dass es möglich ist, durch argumentativen Wissensaustausch den Menschen auch zu dieser oder zumindest von der Logik her zu erklären und damit auch das Bewusstsein dahingehend zu stärken, dass es eben nicht diesen in Anführungszeichen Zwangsmaßnahmen bedarf. Wechselwunsch. Und ach ja, und dann noch, ja, ich wollte noch kurz abrunden, okay. Und was du sagtest zu, dass das irgendwie nur Ausnahmeerscheinungen machen könnten, dazu sage ich,
Es geht ja gar nicht darum, sozusagen den absoluten Perfektionismus in einer zu übertrieben forcierten Weise zu schnell herstellen zu wollen, so, sondern es geht darum, um die. Okay, gut. Dann mache ich gleich weiter. Wechsel 4. Ja, eben, das ist genau der Punkt, ja, dass eben, wenn ich mir die Masse der Menschen anschaue und die Realität in der Gesellschaft anschaue, dann sehe ich lauter Menschen, die alle bestimmte Irrtümer glauben, die erst schon mal nicht schaffen, was ihr euch ja von ihnen wünschen würdet, dass sie ihre Selbsttäuschungsirrtümer durchschauen würden, tun sie nicht, sondern ich sehe eine Masse an Menschen, die alle Schlechtes tun, die anderen Menschen abgrundtief schlechte Handlungen gegenüber praktizieren und schwerste Schäden den anderen Menschen zufügen. Und ich sehe also in den realen Fakten und in der Masse aller Menschen genau das Gegenteil von dem, was ihr erhofft. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Ja, aber das kann ich ja so auch bestätigen, zum großen Teil, dass eben der Kapitalismus so tief in die Köpfe rein verwurzelt ist, dass eben der Großteil der Masse eben in diesen Irrtümern lebt und dieses sich gegenseitige kaputt machen oder gegenseitige Ausbeuten vorherrschen mag. Aber ich denke, dass der entscheidende Wandlungsansatz eben das richtige Vermitteln vom oder das über die Wissensvermittlung geht. Also dass eben diese Irrtümer in den Köpfen, diese kapitalistischen Irrtümer, eben auf Basis, auf einer, auf Hier, Basis hier, von hier. Logik. Habe ich noch einen Nachbrenner, oder? Natürlich, immer. Okay. Gut, dass diese Irrtümer eben mit Hilfe von Bildungsarbeit aus den Köpfen verschwinden können. Und das eben der Wandlungs der ein erfolgreicher Wandlungsansatz Ende. sein kann. Ja, jetzt hat Öffi doch Konto und ich habe doch Konto. Ja, Wechsel 2. Mir ist noch ein schönes Bild eingefallen für den Unterschied, den ich eben beschrieben habe und was da die Einstellung, die Sinn- und Gesamtwohleinstellung der Schenker ist. Das ist so, als wäre man eben in einer Familie zusammen, liebevollen Familie, und man sagt, ich mache das, was für die Familie insgesamt das Gute ist. Und natürlich, man erlebt ja auch gute Sachen in der Familie, also man bekommt auch von den anderen Zuwendung und die teilen und schenken auch. Aber der Schenker würde dann sagen, der Wert dieser Einstellung, dass ich das jetzt tue für die Familie insgesamt, das hat einen intrinsischen Wert, kann man sagen. Das hängt von nichts ab. Also wenn jetzt die anderen Familienmitglieder anfangen würden, nicht mehr in Anführungszeichen irgendwie ausgeglichen zu teilen und zu schenken, dann würde im Unterschied zu dem, was Dylan über die Bonobos beschrieben hat, nämlich dass dann die jeweiligen Einzelnen auch ihr Schenken oder ihr Mitmachen sozusagen runterfahren, würde ein Schenker sagen, oh, da machen jetzt einige nicht mehr mit bei diesem im Ganzen so korrekten Fluss der Energie, dann mache ich es umso mehr. Weil ich werde von diesem Ansatz, dass ich das tue, was für die ganze Familie sinnvoll und gut ist, nicht abgehen. Das ist der Wert, der in sich seine Liebes- und Sinnqualität für mich so hat, dass es meine Seele erfüllt und also mein Leben mit echter Liebe erfüllt. Und deshalb werde ich von diesem Maßstab immer das zu tun, was der Familie insgesamt gut tut und für sie sinnvoll ist, niemals abgehen. Und wenn die anderen aus dieser Logik irgendwie rausfallen, Wechselwunsch. ich bin sofort fertig, klar, gerne. Wenn die anderen aus dieser Logik rausfallen, dann mache ich umso mehr diese Logik, damit ich das wieder ausgleichen und auffangen kann irgendwie. Also je mehr die anderen vielleicht dann in der Hinsicht was Verkehrtes machen, desto mehr mache ich das Richtige, damit es wieder Kraft und Gestalt bekommen kann. Alles klar, Wechsel. Wechsel 4.
Ja, ich wollte das auch noch mal auf Jannik zurückbezogen sagen, dass faktisch das so ist, dass leider die Leute eben ja nicht hingehen und reflektieren. Könnte es sein, dass mein ganzes berufliches Leben auf Irrtümern beruht, mit denen ich den Rest der Gesellschaft abzocke und ihm Schaden zufüge und so weiter, sondern genau das geschieht ja nicht. Ich bin ja sogar der Meinung, dass das noch nicht mal den Schenkern möglich ist, die in der Jugend erworbenen Irrtümer überhaupt reflektieren zu können. Also das heißt, also ich sehe das als das seltenste Phänomen aller seltenen Phänomene, aller seltenen Ereignisse, dass jemand seinen eigenen vorteilbringenden Irrtum oder eben die Irrtümer anderer Sparten auch nur durchschaut oder hinterfragt, sondern das passiert aus meiner Sicht praktisch nie im Kapitalismus. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Habe ich noch Nee, Zeit? leider jetzt nicht. Du müsstest, wenn, dann Öffi Okay. sagen. Ja. Gerne, gerne, Janik, gerne. Okay, gut. Dann kann ich Wechsel auf Öffis 2, Uhr oder ja. so jetzt. Wechsel 2. Ja, also ich habe da auch gegenteilige Erfahrungen gemacht, was jetzt das Erkennen von den vorteilbringenden Irrtümern angeht. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Wir hatten jetzt heute eine Lehrerin aus den USA bei uns, auch Friedensaktivistin, ehemalige Friedensaktivistin dort, mit der ich mich auch drüber unterhalten habe, über diese Bildungsarbeit, auch für Kinder, Jugendliche, diese Manipulation durch Werbung und so weiter, diese ganzen Mechanismen, die ja auch mit den vorteilbringenden Irrtümern verbunden sind, zu durchschauen. Und da gibt es diese Bildungsarbeit und gibt es auch schon seit längerem. Es ist natürlich dann die eigene im eigenen Verantwortungsbereich, eben auch diese Bildungsarbeit bestmöglich zu praktizieren, damit diese vorteilbringenden Irrtümer aus den Köpfen der Menschen Stück für Stück abgebaut werden können. Und der Weg, um das zu praktizieren, ist dann oder es ist dann zu schauen, Piep, piep, ja. piep. Ja, ich bringe noch kurz zu Ende. Also es ist dann die Frage, wie man da am besten ansetzt. Am besten meiner Meinung nach bei sich selbst, indem man die vorteilbringenden Irrtümer abbaut, indem man am besten vielleicht auch gar kein Geld mehr verwendet, weil das ist immer mit dieser Vergeltung verbunden. Und dann kann man eben auch zu dem tieferen Wissen, denke ich, besser vorstoßen, wie man das weitervermitteln kann. Ende. Wechsel. Wechsel 4. Ja, also da ist halt der Punkt, dass ich eben nirgends wo das sehe. Ja, also ich sehe keinen Supermarktleiter, der jemals auf die Idee käme und sagen würde, ich höre auf, die Kinder weiterhin zu verführen zu diesen krankmachenden, diabetesfördernden Zuckerprodukten, diese zu weiterhin maximal zu verführen. Damit höre ich jetzt auf, weil ich das verstehe, als dass das ein vorteilbringender Irrtum ist und so weiter. Sondern nein, im Gegenteil, denken nicht im geringsten dran, auch nur eine Sekunde darüber zu reflektieren, was sie da machen und so weiter. Und wie gesagt, die Waffenhändler, die sozusagen Milliardenbeträge bekommen und gar nicht merken, dass sie den Rest der Welt immer wieder mit dem Gedanken, besonders die Regierung, mit denen sie in Kontakt stehen, immer wieder mit dem Gedanken zu assoziieren, dass doch der Mensch irgendwie gewalttätig und kriegerisch von Natur aus ist und dass deswegen man entsprechend mit aller Härte jetzt militärisch vorgehen müsse und unterstützen müsse und so weiter. Ja, also das, ich sehe also da leider überall nur eine unendliche Sackgasse und nirgendwo auch nur den Hauch einer Infragestellung eines wirklichen vorteilbringenden Irrtums, der also wirklich, ich sehe keinen Arzt, der Ende, ja, jetzt haben wir wieder alle neues Konto. Moment, jetzt muss ich wieder die Uhren hier alle
auf 59 drücken. Jetzt haben wir wieder neue Runde. Ne? Ja, Wechsel 4. Ich Ja. bring nur noch den Gedanken kurz zu Ende. Also ich sehe keinen Arzt, der auch nur eine Sekunde von seinen ihm millionenbringenden Irrtümern abrückt, sondern ich sehe eine gnadenlose kapitalistische Maschinerie weiterlaufen, ungebremst. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Also, dann ist jetzt ja, worüber wir jetzt gesprochen haben, war ja, wie viel, also wie durchseucht ist die Welt vom Kapitalismus? Also, unter anderem. Also, die Frage, also selbst wenn es gar keinen Arzt gäbe, der das irgendwie hinterfragt oder da sich in einem Entwicklungsprozess befindet, um aus diesen Irrtümern rauszukommen, selbst wenn es das alles nicht gäbe und es auch keine Supermarktleiter geben würde, die eben auf dem Weg dahin sind, das kritisch zu hinterfragen und in diesen Prozess zu kommen. Selbst dann, also dann wäre ja auch dann wäre ja die Frage, ja, was ist denn dann meine Aufgabe in dieser Situation? So. Und da sehe ich halt, wie gesagt, eben die Aufklärung, die Bildungsarbeit, mit den Menschen zu sprechen, eben dieses Wissen zu vermitteln, meinetwegen zu dem Supermarktleiter hinzugehen und also auf bestmögliche Weise dieses Bewusstsein zu verbreiten, um eben dann durch diese Verbreitung dieses Bewusstseins diese vorteilbringenden Irrtümer in der kapitalistischen Gesellschaft Stück für Stück abzubauen. Das sehe ich als einen der besten oder als besten Lösungsansatz. Unter anderem. Wechsel. Wechsel 4. Ja, also ich habe jetzt heute so optimistisch getan, als ob das jetzt, wenn die Leute jetzt also hier verstehen würden, dass wir die Menschen mit einem Korsett zwingen müssen, das Gute zu tun, weil wir es anders massenhaft nicht hinbekommen. Das war jetzt natürlich viel zu optimistisch gedacht. Also die Wahrheit dürfte sein, dass wir sowieso mit nichts, mit nichts, was wir tun könnten, überhaupt gegen diese Flut der Irrtümer. Also ich muss es noch mal kurz sagen: Kapitalismus ist also quasi für mich besteht ausschließlich aus Irrtümern. Also das ganze System, ich habe ja sogar Sendungen gemacht zuletzt, die bedeuteten, wer sich nicht irrt, der lebt verkehrt. Ja, im Kapitalismus kann nur erfolgreich sein, wer sich irrt. Wer aber zu viel Wahrheiten im Kopf hat, hat keine Karrierechancen. Bei nichts. Bei nichts. Der würde im Medizinstudium als der Ketzer gelten, der durch die Prüfung fallen gelassen wird, weil er die Irrtümer, mit denen man Millionen verdient in der Medizin, nicht bereit ist, mitzugehen. Ne? Also, und der Journalist, der sich nicht irrt und die Werbekunden kritisch hinterfragt und die im Aufsichtsrat sitzenden Großparteien als Wahrheitsquelle hinterfragt, der macht keine Karriere in ZDF und ARD. Also wer sich nicht Ja, irrt, Wechselwunsch. der lebt verkehrt. Ja, Wechsel. Ja, der lebt natürlich. Ich glaube, da sind wir uns auch hier alle einer Meinung mit dem, was du sagst, wie eben dieser Kapitalismus funktioniert, dass eben die Wahrheit und das Bewusstsein sozusagen dann zu weniger Geld verdient führt, weil man weniger verkauft und so weiter. Genau diesen Mechanismus, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber dennoch, also derjenige, der, sag ich mal, sich diesem Kapitalismus hingibt, um dann wieder da das Geld zu bekommen und die vorteilbringenden Irrtümer, sich die Häuser kaufen zu können und ganz viele Kinder zeugen zu können,
Das mag dann erstmal so auf oberflächlicher Ebene attraktiv erscheinen, aber der ist dann natürlich so massiv manipuliert durch die vorteilbringenden Irrtümer, die er in seinem Kopf hat, dass er eben auch von demselbigen Kapitalismus dann auch Stück für Stück zerfleischt wird durch diese ganze Arbeitsbelastung, durch den Stress. Da muss er vielleicht Energy Drinks trinken, damit er arbeitsfähig ist, irgendwelche Tabletten einnehmen, die leistungssteigernd sind, damit er seine Firma noch mehr irgendwie Profit abwirft. Also das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite erscheint es dann durch das Wechselwort. Geldverdienen. Ja, ich mach kurz zu Ende. Durch das Geldverdienen erscheint es dann erstmal Vorteil bringt, aber jetzt sage ich mal, in der Endrechnung gesehen, geht dieser Mensch ja in diesem Kapitalismus den Bach runter, weil er eben durch diese kapitalistischen Mechanismen, sonst Tabletten, Medizinbehandlung dann letztendlich zerfleischt wird. Wechsel. Ende. Wechsel 4. Ja, das Entscheidende ist sogar, dass er zerfleischt wird durch alle anderen Sparten. Denn jeder, der mit seiner Sparte Profite auf Kosten des Restes der Gesellschaft macht, zum Beispiel indem er die ganze Gesellschaft in ernährungskranke Menschen umwandelt, der wird ja durch jede andere Sparte der Gesellschaft auch wieder schwerst geschädigt. Deswegen, der Kapitalismus ist ein System der wechselseitigen Kaputtschädigung. Ja? Jede Sparte und jede Person, jede Sparte und jedes Spartenmitglied mit seinen vorteilbringenden Irrtümern fügt allen anderen Menschen Schäden zu und wird von allen anderen Sparten wiederum geschädigt. Und zwischendurch ist es noch so, dass die Menschen auch noch Irrtümer von Sparten übernehmen, die ihnen gar nicht gehören oder denen sie gar nicht zugehören. Das reichert das Ganze noch zusätzlich an. Und am Ende ist alles ein riesiger Brei aus Irrtum und Schädigung und Verrücktheit und Realitätsferne. Und ich denke, dagegen besteht überhaupt keine Chance. Wechsel. Der Öffi hat noch Konto und Dylan hat noch Konto. Ja, ich weiß nicht, ob Yannick da noch einen Faden hat, den er weitermachen will. Ansonsten mache ich erstmal. Mach gerne du. Okay. Wechsel 2. Ja, ich denke, ihr redet da sehr spannend darüber, inwiefern Möglichkeiten bestehen. Und ich glaube auch, also völlig aussichtslos ist Bildungsarbeit nicht, weil wir haben ja auch Bildungsprozesse durchlaufen. Jeder, der sich da auf den Weg macht und zu solchen Ergebnissen kommt, wie diese Einstellung, ich mache einfach das, was für die ganze Menschheitsfamilie gut ist oder was im Kosmos aufs Ganze gesehen sinnvoll und richtig ist, weil es meiner Vernunftseele entspricht und der globalen oder kosmischen Vernunft und Liebe. Und das reicht als Wert, um sich durch nichts mehr davon abbringen zu lassen. Ist ein ganz tolles Ding, ja, und man ist in einem Glücksrausch dadurch auch dann, dass man weiß, man hat den höchsten Lottogewinn gewonnen. Also bei dem, was hier jetzt möglich Wechselwunsch. ist, ne? Die Vollkommenheit ist dann noch was anderes, aber hier jetzt so diese beglückende Orientierung gefunden zu haben. Und ich finde es eben toll auch, dass wenn wir hier so zusammen sind oder wenn wir überlegen, wie kann es dann zusammengehen eben mit der Entwicklung, die für die Gesellschaft um uns herum vielleicht eben wirklich auch unvermeidlich nötig ist, wie Dillen das ja beschreibt, also mit dem Konzept der Ende. GWÖ-GWO-Kombi. Ende. Ach so, okay, Weil alles du klar. hattest vielleicht den Wechselwunschruf überhört. Ja, nee, habe ich überhört, genau. Ja, Ja. okay, ich kann gleich dann irgendwie Wechsel weitermachen. 4. Ja, dieses Wechsel. Ich gebe ihn nochmal zurück. Ich habe jetzt schon wieder den Faden verloren. So. Okay. Also ich wollte sagen, ich finde es toll. Also GWÖ-GWO-Kombi kann sein, dass das sein muss, kann sein. Oder bestimmt gibt es Menschen, die das eher, oder ich bin ganz vorsichtig, bestimmt gibt es Menschen, denen das auf dem Entwicklungsweg eher passend und hilfreich Wechselwunsch. ist.
Ja, eher passend und hilfreich ist, als dass man denkt, sie können jetzt einfach dadurch, dass man es ihnen erklärt, in die höhere Ganzheits-Kosmos-Bewusstseinseinstellung kommen. Das kann sein. Aber ich drück's mal so aus, ganz kurz. Wenn wir freiwillig machen, wozu die anderen noch gezwungen werden, ist es auf jeden Fall gut, wenn das auch geschieht und kann motivationsfördernd sein. Ende, Wechsel 4. Ja, jetzt habe ich den Gedanken wieder. Also ich wollte sagen, als Psychotherapeuten, ich kenne keinen anderen Psychotherapeuten außer mir, der seinen eigenen Berufsstand und seine eigenen Theorien des Behandelns als vorteilbringende Irrtümer durchschauen konnte, außer mir. Und auch bei unseren Professoren, da sind fünf, sechs Medizinprofessoren, die eben ansatzweise ihr eigenes Handeln durchschauen konnten als vorteilbringende Irrtümer ihrer eigenen Sparte. Aber sonst kenne ich niemanden. Wechsel. Ja, also ich halte mich da zurück mit meinem, also Wechsel 2. Ich halte mich da immer, wisst ihr ja, kennt mich ja. Ich halte mich zurück mit irgendwelchen Einschätzungen, was da realistisch ist oder welche Prognosen, Erfolgsprognosen da so sinnvoll sind, bei der Frage, wie sind die Menschen drauf und wie viel kann man erreichen. Aber auf jeden Fall hat's eben, kann es einen positiven Verstärkereffekt haben, das, wozu die anderen dann vielleicht noch gezwungen werden, zumindest durch ein paar Menschen schon auch aus freiwilliger eigener Überzeugung und intrinsischer Liebes- und Vernunftseelenmotivation zu tun. Also das kann auf jeden Fall eine hilfreiche ein hilfreicher Inhalt, ein hilfreiches Bild auch, ein Zielbild für die anderen Menschen sein. Denn natürlich kann jeder ja spüren, dass es besser ist, das Gute eben freiwillig zu tun, als wenn man da erst durch, sei es auch durch irgendwelche Mechanismen, gezwungen werden muss. Und ich finde es ja toll, also ich denke ja eh immer in dieser Mehrschienlichkeit, dass wir die Dinge kombinieren und uns gegenseitig Kraft geben, kombinierte Vorwärtsaktionen Piep, machen. piep, piep. Und ja, danke. Und da denke ich eben auch, vor allem wenn es so ist, dass die, die dann freiwillig das machen, auch solche Öffentlichkeitsarbeit oder Unterstützungsarbeit machen können, auch für die anderen Tendenzen, die schon in diese Richtung gehen. Also jetzt, wir werden ja nicht auf einen anderen Planeten jetzt weggezogen, den Planeten der Heiligen, sondern wir sind hier und wir können Ende. dann mit solchen Kommune-Versuchen oder Ende. Modellversuchen, wie die Ende. GWU-Comic klappen könnte. Ja, da hoffen wir, dass das Ende bedeutet doch dieses gute Wirkung auch haben kann. Ende bedeutet doch absolutes Ende. Wechsel 4. Ja, also um das für diese Runde abschließend nochmal zusammenzufassen. Ich tue ja jetzt gerade so, als würde ich irgendwie glauben, dass irgendwas möglich wäre. Ich glaube es nicht, es ist nichts möglich. Aber wenn die Menschen irgendwie das verstehen würden, dass zum Beispiel wirklich es die absolute Ausnahmeerscheinung einer von Millionen Psychotherapeuten, einer von Millionen Ärzten es schafft, die eigenen vorteilbringenden Irrtümer der eigenen Sparte als Irrtümer, die anderen Schaden zufügen, zu verstehen und damit aufzuhören und daraus auszusteigen und so weiter, dass man dann daraus den Schluss zieht, ja hoppla, dann muss man, um massenhaft Gutes tun zu erzeugen, muss man es eben über die Wohlfühlstimme und über die GWÖ-GWO-Kombi sozusagen erzwingen, dass die Menschen gar nichts anderes mehr tun können, als allen anderen Gutes tun zu müssen. Aber eben, wie gesagt, dazu wird es eben auch nicht kommen, sondern das würde ja wieder voraussetzen, dass irgendwo die Menschen überhaupt anfangen könnten, in Kategorien von Wahrheit zu denken. Und ich fasse so zusammen, meinen Nachbrenner sozusagen, fasse ich so zusammen. Wahrheit ist das meistgehasste Gut im Kapitalismus. Die manchen Menschen halten Wahrheit für Irrtum und halten ihre Irrtümer für Wahrheiten, und damit ist die Sache erledigt. Ende dieser Runde.
So, alle haben wieder neues Konto. Sekunde, ich muss wieder die berühmte 9 erzeugen überall. Ja. Jetzt ist alles bereit für die nächste Runde. Ja, Wechsel 4. Ja, also um das nochmal abschließend zu sagen, also der Mensch im Kapitalismus ist so tief von seinen Irrtümern, die er erworben hat, er ist überzeugt von Irrtümern anderer Sparten, Irrtümern eigener Sparten. Ganz egal, woher die Irrtümer kommen, die Irrtümer sind so zementiert und so gewaltig, dass er Wahrheit dagegen als Irrtum empfindet und seine eigenen Irrtümer als Wahrheit empfindet und dagegen kommt nichts, auch nur im Mindesten jemals, hat nichts mehr jemals eine Chance. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Ja, also ich würde sagen, da hat was eine Chance, wenn man auch mal auf den kleinen Rahmen guckt. Also wenn ich jetzt eine Person hier kennenlerne, mit der ich mich gut verstehe, die dann auch dieses Bewusstsein und in ihren Kopf bekommt, und selber eine Keimzelle bilde und dann vielleicht ein paar Menschen, dann habe ich vielleicht in 10 Jahren jetzt zwei Freunde, jetzt mal Thema fiktiv gedacht, zwei Freunde gewonnen, nicht die ganze Menschheit bekehrt, aber ich bin ja irgendwo schon auch ein kleines Stück vorangekommen mit dieser Bildungsarbeit beziehungsweise dieser Erkenntnis der vorteilbringenden Irrtümer mit dem dementsprechenden Weg dann daraus, weil das, was man erkannt hat, was eine Unwahrheit ist, bringt einen ja insofern weiter, als dass man dieser Unwahrheit nicht mehr erliegen muss und dann vielleicht auch gar nicht mehr irgendwelche Chemotherapien oder sich irgendwo anderweitig von Ärzten kaputt machen lassen muss. Und das ist ja ein Nutzen, den man selber, Wechselwunsch. ja, ein Nutzen, den man selber trägt, den man dann auch in seiner Keimzelle bildungstechnisch weitervermitteln kann. Und so kann eben das keimzellenartig dieses Bewusstsein wachsen. Wechsel. Wechsel 4. Ja, ich hatte eben diese letzte Woche wieder ein zweistündiges Telefonat einer kommuneninteressierten Frau, die angerufen hat. Und ja, aber eben auch voll war mit dem Halbwissen irgendwelcher wissenschaftlichen kapitalistischen Bücher und wahrscheinlich auch etliches von irgendwelchen kapitalistischen geisteswissenschaftlichen Fächern der Uni. Und wir haben da 2 Stunden geredet, aber mir war ganz einfach klar, die wird sich am Ende eben wieder entscheiden dafür, dass ihre Irrtümer, die ja so viele Professoren und Lehrbuchschreiber und so weiter wiederholen, die müssen ja recht haben, denn die sind ja mehr und die das und das, was die Weltratprofessoren schreiben, das muss ja dann der Irrtum sein. Und so weiter, ja. Und dagegen hat man halt keine Chance. Man hat also die Wahrheit hat gegen Irrtum keine Chance. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Also ich würde sagen, jetzt auch aus eigener Erfahrung erscheint es mir, dass es doch so ist, zumal ich ja in Kontakt mit einigen Menschen stehe, die eben sich in diese ähnliche Richtung hin entwickeln möchten. Und auch wenn diese Fortschritte klein erscheinen mögen, ist es nicht so, dass ich da irgendwie dieses absolute keine Chance sehe. Auch wenn es vielleicht irgendwie kleine Schritte, kleinschrittliche Entwicklungen sind, sehe ich da auf jeden Fall Potenzial für diese Entwicklung auch in diese Richtung. Wechsel. Wechsel 4. Ja, aber das erste Zeichen, wo man erkennen könnte, dass jemand wirklich versteht, worum es geht, wäre ja,
dass er selbstverständlich dann hier am Samstag Talk, am Samstagsabends-Talk teilnimmt, weil es gibt ja keine bessere Instanz, wo man tiefer hinterfragt werden kann auf Irrtümer als hier. Und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Personen das in Wirklichkeit gar nicht richtig verstanden haben und eben auch gar nicht richtig bereit sind, überhaupt die Welt der Irrtümer zu verlassen. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Also es gibt auch andere Kommunikationsebenen, wo man eben diese durch diesen Austausch sich in diese Bewusstseinsrichtung hinentwickeln kann. Also sowohl im persönlichen Gespräch oder im Gruppenchat, weiß ich jetzt nicht, aber oder in unserem Internetforum. Und insofern muss das nicht nur unbedingt im Samstalk sein, diese Kommunikation, würde ich mal sagen. Auch wenn die natürlich wunderschön hier ist und super, super effektiv, weiß ich nicht, ob man das jetzt so. Piep, piep, piep. Ja, dann habe ich da noch ein bisschen Nachbrenner. Also, würde ich noch sagen. Ja. Also es gibt verschiedene Kommunikationsebenen und die können alle gut sein, können alle ihre Vorteile haben. Auch bei dieser Richtung, in die es sich dann im Idealfall hin entwickeln sollte, der Aufdeckung von vorteilbringenden Irrtümern und dem entsprechenden Bewusstsein dann. Wechsel. Ende, ja. Wechsel 4. Ja, wie gesagt, Ich glaube ganz einfach, dass, wie gesagt, im Moment erlebe ich es so, dass nichts gegen die Irrtümer in dieser Gesellschaft eine Chance hat, weil, wie gesagt, die Wahrheiten werden für die Irrtümer gehalten. Wechsel, Öffi hat noch was auf dem Konto? Ja, danke, Wechsel 2. Also ich denke, es bleibt uns nichts anderes übrig, oder ich drücke es anders aus, weil der hohe Wert, der darin steckt, ja immer wichtig ist zu betonen. Wir haben die Wahnsinnschance, uns jeden Tag dran zu freuen. Also auch bei dir, Dylan, ne? Also ich sehe das ja nicht als gescheitert oder als eine schlechtere Wahl, dass du für diese höhere Orientierung, also die Welt zu retten oder dafür das Gute, sich so dich so einzusetzen, dass du da auch berufliche Nachteile oder das Aufgeben einer beruflichen Existenz hingenommen hast. Also ich glaube und ermutige dich da auch, im Inneren zu schauen auf dieses Motiv, was dich dazu bekräftigt hat, dir Kraft gegeben hat. Und das ist mehr wert, als es die Karriere ohne dieses Motiv gewesen wäre. Also da kannst du dich dann dran aufbauen. Und wenn Yannick und ich in unserem Zustand bleiben, von dem ich glaube, dass wir im Moment dieses Glück spüren, was darin liegt, dieses Wesensglück, dieses Seelenglück, dann ist es Chance, dann ist es jeden Tag Reichtum, auch mit den anderen Menschen zu tun, was man kann, ihnen das vorzuleben, ihnen es zu erklären, Bildungsarbeit mit ihnen zu machen. Und völlig aussichtslos ist es eben nicht, völlig nicht, weil, also wir sitzen hier zusammen und in den 30 Jahren Schenkerbewegung ist eine Handvoll Ende. Menschen, oder in Berlin beim Camp ist ja auch spannend, ist zusammengekommen. Ende. Okay. Wechsel 4. Ja, also für mich war es im Nachhinein einfach ein Fehler. Ich habe einfach auf das Pferd gesetzt, meine Praxis zu schließen, aufzuhören mit der Schädigung der Mitmenschen und habe gesagt, ich setze jetzt auf diese Karte, dass ich die ganze Menschheit dazu bringe, aufzuhören mit der Schädigung der Mitmenschen und wir zu einer weltweiten Gesellschaft des gegenseitigen Nutzens, die am Ende natürlich wieder in den Bonobo-Schenker-kommunistischen Kommunen enden würde automatisch, weil wenn das die Natur des Menschen ist, dann gehen wir natürlich in einer gesunden Gesellschaft wieder zurück zu unserer natürlichen Lebensweise, was ja dann über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften automatisch so kommen würde.
Aber die Rechnung ist leider nicht aufgegangen. Der Gegner war einfach unschlagbar stärker und ich habe nichts anderes gemacht, als mein Leben im Kapitalismus zu ruinieren. Ich kann daran nichts Positives erkennen, außer dass ich es halt versucht habe und gescheitert bin damit, genauso wie der Weltrat insgesamt wohl gescheitert ist, damit es zu versuchen. Wechsel. Öffi hat noch Ja, Konto. habe ich noch Snydern? Ja, ne? ja, also ich weiß ja, dass du das so empfindest, aber ich glaube, Wechsel 2 habe ich hoffentlich schon gesagt. Ich weiß ja, dass du das so empfindest, aber ich glaube, du kannst es anders sehen und kannst dich dann innerlich daran überwiegend freuen. Ich wünsche es dir auch und es gibt uns allen ja dann auch mehr Kraft. Also ich finde es ja toll, überhaupt Dylan, ne? Also mit dir auch jetzt hier in diesen Talks zusammen zu sein, weil du ja wirklich ja prickelnd kreative Ideen und wissenschaftliche Qualitäten damit reinbringst und ja, wir haben halt sehr wenig Leute, ne, die jetzt hier kommen und mitmachen schon an dieser Pionierarbeit, aber an denen, die da sind, kann man sich freuen. Also ich jedenfalls freue mich daran und ich glaube, da ist ja auch noch Luft nach oben sozusagen. Ich habe ja schon eingeladen und du machst ja auch schon da jetzt den Kommuneversuch mit deiner Wohnung. Ich halte es sogar gar nicht für ausgeschlossen, dass das noch was bringt, ne? Also ich meine, wir haben auch die anderen Orte und es wird schwierig, das glaube ich ohne weiteres. Aber wir leben in der Kippzeit. Also ich glaube, da werden jetzt einige Leute irgendwann zumindest merken, jetzt kippt's. Und was will ich jetzt? Und dass da doch noch welche bei sind, hoffentlich viele, die dann sagen, oh Mensch, jetzt lebe ich dann meine Träume, jetzt lasse ich mal diese ganzen scheinbaren Zwangslogiken Piep, weg, piep, ich muss doch piep. dies und jenes machen. Ja, Dankeschön. Sondern jetzt einfach mal auf Träume leben, also zu Ende denken und Träume leben schalten. Ich hatte eigentlich nie was zu verlieren, wenn ich es gemacht hätte, aber jetzt wird es mir mal endlich klar. Und ja, also ich kann im nächsten Beitrag noch was sagen, wie ich da die Gefahr eben auch sehe mit den künstlichen Intelligenzen und sowas. Okay. Ende. Wechsel 4. Ja, also ich gehe nochmal an das Ausgangsmodell zurück, jetzt gerade auch für unsere Zuschauer sozusagen. Ja, also liebe Zuschauer, die Welt war also aus naturwissenschaftlicher Sicht vor 400.000 Jahren völlig in Ordnung. Ja, alles hat gestimmt und war so glücklich, wie es halt von Natur aus möglich ist. Ja. Und jetzt kommt eben der Händler und sagt, ja hier diese und hat irgendwann, das kann hunderttausende Jahre später gewesen sein, die ersten zuckerähnlichen Produkte, also Süßigkeit-ähnlichen Produkte da, ja. Und er glaubt wirklich, ja, guck doch mal, Leute, die sind genauso gut wie diese herrlichen reifen Früchte, nur die gehen nicht so schnell kaputt und die gehen mir nicht auch ständig beim Transport kaputt, sondern die halten längere Zeit, ne? So, und dann kaufen die Leute diese Sachen und merken das gar nicht, dass sie über die Wochen und Monate hin plötzlich alle faulende Zähne bekommen und kaputtgehende Zähne bekommen und dass sie dann auch sonst noch krank werden und so weiter, weil er glaubt seinen Irrtum und die Leute übernehmen erst einmal seinen vorteilbringenden Irrtum und glauben das auch und kriegen das so gar nicht richtig mit, dass sie selbst immer kränker werden und immer mehr Schaden nehmen und ja, und finden da auch nichts Großes dran und so weiter. Ja, und so funktioniert die Welt im Kapitalismus und das war der Beginn der Zerstörung. Ende. So, alle haben wieder neues Konto. Sekunde, ich muss überall wieder die neuen erzeugen. So. So, alles startbereit für die nächste Runde.
Ja, Wechsel 4 noch Verstehe. mal kurz, um das zu Ende zu sagen. Ja, eben. Dieser Irrtum führt zu riesigen Profiten, weil der Mensch jetzt quasi anstatt teure, aufwendig reife Früchte von weit her zu transportieren, billigst hergestellte Zuckerprodukte als Ersatz für diese reifen Früchte den Leuten andrehen kann und damit richtig viel verdienen kann und Profit haben kann. Und ja, und die ganze Weltbevölkerung wird krank. Ja, und das ist eben, das ist die Zerstörung durch die vorteilbringenden Irrtümer. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Und zwar, ich war jetzt eben kurz eine Minute draußen gewesen, weil hier war die Polizei vorbeigekommen. Ich bin hier ja in dem Camp und betreue das ja so ein bisschen. Ja, zum Thema. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, wie wir jetzt hier zusammen sind, über diese Mechanismen des Kapitalismus, die eben mit ihm, ja, oder die eben die Wahrheit zur Lüge machen, oder dieser, ja, also ich glaube, wir wissen alle, wie wir gerade hier sind, wie das funktioniert und dass es schädlich ist. So, dann ist die Frage, wie man aus diesem Mechanismus, also man selbst, wie auch dann natürlich am besten sein Umfeld und auch der Rest der Menschheit, aus diesem Mechanismus einen Weg herausfinden kann. Und da haben wir halt in Schenker-Bewegung einmal natürlich den Ansatz, bei sich selber anzufangen, durch auch das eigene Verhalten jetzt nicht mit Staatszugehörigkeit und im Geldsystem mitzumachen, um dann eben auch zu diesem tieferen Bewusstsein zu gelangen, die eigenen vorteilbringenden Irrtümer auch alle dadurch immer viel besser zu durchschauen, um dieses Wissen und diese Bildung dann auch in die Außenwelt weitertragen zu können. Und da sehe ich halt sehr großes Potenzial bei, sowohl für das eigene Leben. Es ist auch das Schönste, was man, glaube ich, aus dem eigenen Leben machen kann. Wenn ich jetzt Psychotherapeut gewesen wäre, dann wäre ich total froh, dass ich diesen mutigen Schritt gegangen wäre, weil ich ja dann eben auch weniger kaputt gemacht werden kann im Kapitalismus, weil ich das eben durchschaue, weil ich dann auch dann eben die Chemotherapie vielleicht ablehnen würde und mir das vielleicht tatsächlich sogar ein längeres Leben ermöglichen könnte. Insofern kann man natürlich auch erstmal total dankbar sein für jeden Schritt, den man selber da macht auf diesem Weg des Bewusstseins heraus aus diesen Irrtümern. Und je mehr man das dann weitertragen kann und auch andere Menschen finden kann, Freunde, Kommunen bilden kann, desto mehr kann man dann diese Keimzellen bilden und sich dann dementsprechend, ja, das heißt weiterentwickeln, aber das dementsprechend dann ausbauen, aufbauen und sich dann so ein schönes Leben schaffen damit. Wechsel. Wechsel 4. Ja, ganz sicher bin ich natürlich immun gegen sehr viele, gegen sehr, sehr viele vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten, sei es von der Chemotherapie und so weiter. Ich bin natürlich immun. Das ist auf der einen Seite sicherlich ein Vorteil, ja, das ist, dass ich quasi, ja, quasi auf nur sehr wenig noch reinfalle und auf das, was ich noch reinfalle, das ist mir natürlich nicht bewusst, ob es mir so ist. Also ich hoffe natürlich, dass ich auf sehr, sehr wenig reinfalle, ja, weil ich diese Irrtümer der anderen alle durchschauen kann durch diese sorgfältige naturwissenschaftliche Grundausbildung. Aber das ist eben nur ein schwacher Trost, wenn das Leben an einem vorbeigeht, weil Menschen in erster Linie mit Menschen Kontakt haben, gerne Kontakt haben, die die gleichen Irrtümer glauben, die sie selber für Wahrheit halten. Ja? Also Menschen suchen, rotten sich zusammen mit anderen Menschen, die ähnliche Irrtümer haben wie sie selber. Leute besuchen gerne Vorträge von Leuten, die die gleichen Irrtümer formulieren, die sie selbst auch für fälschlicherweise für Wahrheit halten.
Und dann ist man natürlich als Mensch, der quasi versucht, in 100% Wahrheit zu leben, völlig außen vor, weil es gibt dann keine Clique der Irrtümer mehr, der man sich anschließen könnte. Ne? Das ist dann die Isolation. Die Isolation, die daraus besteht, dass Wahrheit dass es keine Mehrheiten in der Gesellschaft für Wahrheit gibt, sondern jede soziale Gruppe besteht genau aus einem spezifischen Muster an Irrtümern, die diese Gruppe für Wahrheiten hält, irrtümlicherweise. Und da kommt man dann, kommt man nicht ins soziale Miteinander sozusagen hinein. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Wenn dann diese soziale Gruppe genau aus dem Ziel besteht, diese Irrtümer aufzudecken oder genau diese Irrtümer zu erkennen, wie wir ja jetzt auch so eine Art Gruppe dafür sind, dann hätte man ja eine soziale Gruppe, die genau in die Richtung dann, wo man eigentlich hin will, raus aus der. Ja, ich mach kurz zu Ende. Die eben dann hätte man ja andere Leute mit dabei, oder wir haben ja auch andere Leute jetzt hier auch in unserem Kreis oder sind jetzt hier zu dritt zum Beispiel, und dann ist man auch nicht so isoliert, dann hat man auch diese Isolationsproblem nicht. Wechsel 4, ja, eben wenn wir jetzt hier 30 Leute wären, Hälfte Frauen, Hälfte Männer und so weiter, dann würde ich das Ganze wahrscheinlich sehr optimistisch sehen, ja. Wenn da, dass wir da eine Kultur der Wahrheit und der Aufdeckung von Irrtümern hinbekommen würden, die also quasi eine neue, zweite Kultur neben der kapitalistischen darstellt. Aber genau das ist der Punkt. Genau das kriegen wir nicht hin, diese 30 Leute, die jetzt hier an diesem Online-Talk teilnehmen und die allesamt das Gleiche beseelt, nämlich wirklich zu versuchen, wirklich alle Irrtümer aus dem Kopf rauszuschmeißen und so weiter. Sondern genau das ist ja das Elend, dass wir hier zu dritt sind und es dabei bleibt. Ja, und das ist das Dilemma. Wechsel. Öffi hat noch. Ja, Wechsel 2. Ja, ja. Also ich kann übrigens dir, Yannick, wenn du was auf dem Herzen hast und auch da fortsetzen willst, kann ich dir gleich gerne auch von meiner Zeit was abgeben. Ansonsten, ich finde es faszinierend, wie ihr darüber redet, was ist möglich. Und ich meine, immerhin ist es ja nicht nix. Also 30 Jahre Schenker bewegen, was hat man? Also ich bin gespannt, wie weit da in Berlin eben da was sich hält. Ne? Und das sind ja im Grunde genommen immerhin 3, 4, 5 Leute, die damit dazukommen können, die waren vorher nicht da. Ne? Also das ist insofern was sehr Wertvolles, wenn da sowas passiert. Ne? Aber das ist alles sehr durchwachsen. Kann auch sein, da platzt dann so viel weg, dass da 2 übrig bleiben oder dass man in Zweige auseinandergehen muss, wo dann die Frage ist, wer hält wie lange durch oder welcher Projektzweig hält wie lange durch. Also ist alles nicht so der große Rand, die große Welle, aber ist auch nicht nix. Und da jetzt auch wieder spannend, ob da irgendwie einzelne Gestalten den Weg dazu finden. Ansonsten nach 30 Jahren immerhin, sagen wir mal, eine Handvoll Leute und wir haben mehr Projekte, aber auch diese Projekte sind ja tolle Juwelen. Ne? Also wir haben die Möglichkeit, da fahren wir morgen jetzt auch wieder hin, also hier bei der Projekte-Rundfahrt da in Sachsen, da würde ein Schenker Naturmensch im Naturschutzgebiet toleriert da. Viele Jahre hat sich so entwickelt, also die Zeitung will auch kommen und mal wieder drüber schreiben, wo der Waldmensch oder die Naturmenschen da jetzt da gelandet sind mit ihrem Stand der Dinge. Ja, und auch die anderen Projekte, also hier jetzt auch am Rande von Marburg, dieser Ort, ja, wo man eigentlich gar nicht wohnen dürfte und wo die Stadt aber sagt, sie findet dieses inhaltliche Motiv, die Motive so wertvoll, so qualitativ, ja, wertig, dass sie das tolerieren.
Und die anderen Projekte auch. Also das ist alles nicht nix. Das ist alles etwas, wo man sich dran freuen kann. Und ich meine, ich bin ja den Weg gegangen am Anfang auch, als ich erst mit einem Kumpel und dann auch alleine auf der Straße stand, auch im Winter. Da weiß man natürlich noch ganz besonders, also was das für eine Lebenserleichterung auch ist, nicht mehr alleine zu sein. Das wäre schon schön dann eben, wenn man weiß, man hat nur ein, zwei Leute mehr, ne? Aber besser als alleine sein, das sind Welten, Welten an Qualitätsunterschied. Und natürlich auch, wenn man weiß, man hat Orte, die können zu Hause Orte sein. Da kann man hingehen und hat ein Dach über dem Kopf, ohne dass das mit irgendwelchen Quälereien oder Schlamasseln und Knotenorgien verbunden ist. Ja, also insofern, man kann sich daran freuen und so viel wie möglich draus machen. Und für GWÖ, GWO-Kombi, also jetzt, dass wir den Schenkerweg, Kommuneweg mit GWÖ, GWO-Kombi, dass wir das hochhalten als Strategie, als möglichen Weg. Auch wenn er wenig gegangen wird. Aber er ist in seiner inhaltlichen Qualität ganz toll. Und ja, sich dann freuen und so viel wie möglich draus machen. Ich wüsste nicht, was besser sein kann. Und es ist toll. Ja, Wechsel. Wechsel 4. Ja, ich mache meine Aufgabe auch gegenüber den Zuschauern noch einmal. Also die Aussage war ja gewesen, vor 400.000 Jahren war die Welt noch in Ordnung. Und jetzt die erste tauschhandelnde Person erzählt vielleicht den Irrtum dieser viele Körperkontakte bei den Bonobos und jetzt bei euch den Savannenbonobos Homo erectus, dieser viele Körperkontakt, dieses viele Geschmuse, das ist doch irgendwie widerlich und ekelhaft und schlecht und hört auf damit. Ja? Und ja, und genau so ist es dann auch gekommen. Der Körperkontakt wurde reduziert. Die Männer fühlten sich nicht mehr, hatten nicht mehr das Gefühl, dass sie die Liebesgeschenke zurückbekommen, die sie, also sie schenken, haben ihre Nahrung weiterhin den Frauen und Kindern geschenkt, aber die Liebe wurde nicht mehr zurückgeschenkt, weil die Frauen irgendwie Angst hatten, dass der Körperkontakt ja was Böses und Schlechtes ist und so weiter. Und schon zerfielen diese Kommunen, weil ihr Zusammenhalt des wechselseitigen Schenkens nicht mehr funktionierte und nicht mehr tragfähig war. Und so haben wir heute den einsamen, kaufsüchtigen Single, der mehr oder weniger viel Angst vor Körperkontakt und Sexualität hat. Und ja, und das ist unsere traurige Situation. Und das ist das Dilemma, in dem wir alle im Kapitalismus stecken, in dem jetzt plötzlich lauter Tabus gegenüber Körperkontakten bestehen, die in der Natur niemals bestanden haben. Ende. Ja, also von mir aus wäre es schön, wenn wir jetzt die letzte Runde machen könnten. Also ich jedenfalls, für mich wäre es jetzt die letzte Runde. Warte, Moment. Jetzt muss ich wieder die Uhren alle auf die 9 stellen. Ja, das war ja so. Ja, letzte Runde. Alle haben wieder volles Konto, alle wieder volle Möglichkeit. Und wie gesagt, ich werde mich halt diese Runde dann schon tendenziell auch verabschieden dann, ne, für heute. Ja, Wechsel 2. Wir haben ja jetzt auch gleich, jetzt ist es gleich Viertel vor 10. Also ich glaube, das war wieder ein wertvolles Gespräch, was wir heute hatten. Gerade unter dem Gesichtspunkt, den Menschen, die, also hören uns ja auch nicht viele zu, aber denen, die zuhören und die sind auf der tiefen Suche, denen die Orientierung zu erleichtern und zu helfen, dass sie sehen, wie kann man überhaupt drauf sein, also man kann das im Ganzen sinnvoll und gut tun, weil das eigene Wesen die eigene Seele ist und das höchste Glück. Sodass sie daran riechen können, zumindest die Leute, und können gucken, spricht das auch in ihnen was an. Und dass sie sehen, also bei aller Ehrlichkeit und Nüchternheit, mit der wir da immer wieder drüber reden, was ist zu schaffen, was ist nicht zu schaffen, wie frustriert könnte man sein, dass man sieht, trotzdem ist es nicht nix. Und wenn jetzt einer dazukommen würde,
Er hätte eine ganz andere Ausgangssituation als ich vor den 30 Jahren. Da bin ich dann auch mitten im Winter. Gut, wir haben nicht dran gedacht, der Kumpel und ich, welche Jahreszeit jetzt günstig oder nicht war. Wir waren gepackt davon, der Logik zu folgen. Und da war uns alles andere egal auch. Deshalb war es halt der 19. Dezember. Denkbar ungünstige Zeit. Ja, aber wenn jetzt heute einer hier zuhört und ist auf dieser tiefen inneren Suche und beim Riechen daran merkt er, da ist was, ne, das sollte ich weiterverfolgen, der hat es viel leichter. Durch diese ganz wenigen kleinen Sachen, die wir da geschafft haben im Laufe der letzten Jahre. Und ja, er weiß, wüsste jetzt, wenn er dazukommen würde, er wäre nicht alleine und es gäbe Orte, wo man ein Dach über dem Kopf hat oder eben ein mittlerweile da sogar genehmigtes Zeltcamp, also an dieser Pionierstelle da in Berlin. Und man ist ein Stück weit nicht im Leeren, man ist nicht ohne Netz und doppelten Boden. Man kann sich daran freuen, dass man ja eine machbare Lebensbasis hat, gemeinschaftliche Lebensbasis. Und sei sie noch so klein und seien es noch so zarte Splitter oder Keimlinge. Ja, das ist in meinen Augen wertvoll, ungeheuer wertvoll. Also, dass wir auch dieses Gespräch jetzt geführt haben, wodurch, wenn hier Menschen reingucken und Tiefsuchende sind, sie für dieses tiefe Suchen Ankermöglichkeit entdecken konnten. Okay, ja, das wäre es von meiner Seite aus. Wechsel. Wechsel 4. Ja, das ist eben, ich will es nochmal für die wenigen Zuschauer, denn wir haben jedenfalls, wenn ich selbst irgendwelche Sendungen mache, dann habe ich Noch manchmal nicht angefangen. 18 Zuschauer. Und wenn wir hier Talkshow haben, dann haben wir hier, letztens hatten wir maximal einen einzigen Zuschauer für die Sendung gehabt, aber immerhin. Und ja, um das nochmal deutlich zu machen, die Leute sind woanders, weil es können sich doch nicht irren, wenn Millionen von Menschen von allen möglichen Theorien überzeugt sind und allen möglichen Dingen, die können sich doch nicht irren und da muss doch die Wahrheit sein, wo die vielen sich einig sind und so weiter. Ja, und dabei ist es eben so, liebe Zuschauer, noch einmal, die Sparten innere Sicherheit, die bringen uns eine Mentalität bei, die uns dazu führen lässt, dass wir zustimmen einer Mentalität und einer Umgehensweise, die eher Verbrecher eher ermutigt, als dass sie sie entmutigt. Denn jeder Teil der Sparten innere Sicherheit kann am meisten Karriere machen, wenn es mehr Verbrecher gibt und nicht, wenn es weniger Verbrecher gibt. Und genauso bei den Sozialsparten, Arbeitsamtmitarbeitern, die entwickeln alle irgendwelche Irrtümer, die uns alle glauben lassen, dass die Welt richtig sehen würden. In Wirklichkeit entstehen auf diese Weise mehr arbeitslose Menschen. Der letzte große Coup jetzt war ja gerade wieder die Einführung des Mindestlohns von 12 Euro, der aus naturwissenschaftlicher Sicht nur ein Ziel haben kann, dass er den Arbeitsamtmitarbeitern mehr neue zusätzliche Arbeitslose wird produzieren wird auf Dauer, weil es ja quasi letztendlich bedeutet, dass Menschen, deren Produktivität bei 11 Euro die Stunde liegt, alle ein Arbeitsverbot erteilt bekommen haben und nicht mehr arbeiten dürfen. Es dürfen nur noch Menschen arbeiten mit einer Produktivität über 12 Euro die Stunde. Und alle anderen werden der Arbeitslosigkeit überlassen und darüber freuen sich die Arbeitsamtmitarbeiter und kassieren den Rest der Gesellschaft ab für ihre persönlichen, individuellen Karrieren in einer wachsenden Bürokratie der Verwaltung der Arbeitslosigkeit. Und genauso ist es im gesamten Gesundheitswesen, aus dem ich ja selber herstamme. Wir erlernen alle im Studium an der Universität Irrtümer, die uns gutes Geld bringen, aber die Bevölkerung faktisch kränker machen, chronisch krank machen und so weiter, damit sie uns im Gesundheitswesen schön viel Geld bringen, sozusagen. Ja,
Und so funktioniert es, dass wir lauter Sparten haben. Wir haben das letzte Mal ausführlich über die Waffensparten gesprochen, die eben die Mentalität überall erzeugen. Ja, der Mensch ist nun mal gewalttätig, das geht nicht anders und das ist nun mal unsere Natur und deswegen müssen alle weiterhin sozusagen immer wieder Kriege machen. Und ja, einfach weil es eben für diese Waffensparten dann mehr Geld gibt, wenn mehr Menschen getötet werden. Dann werden auch mehr Waffen gekauft. Ja? Und dagegen sind wir alle machtlos. Ja, ich mach mal Wechsel. Ja, Wechsel 5. Ja, also wie gesagt, ich denke ja, dass wir da auf jeden Fall Potenzial haben, vielleicht auch im kleinen Rahmen eben nicht ganz machtlos zu sein, sondern unseren, zumindest für uns es selber umsetzen können und dann auch vielleicht das nach außen strahlen kann. Und mein Fazit für heute ist, wir können sehr dankbar sein, wie wir hier zu dritt sind, dass wir eben in diesem Bewusstsein zum Teil sind und diese Irrtümer zum Teil erkennen können. Wenn wir es nicht könnten, wer weiß, wo wir sonst wären, ob wir an irgendwelchen Schläuchen in einem Krankenhaus verheizt werden würden gerade oder wirklich in tiefen, tiefen Elend drin stecken würden, die eben diese vorteilbringenden Irrtümer zur Folge haben kann. Insofern ist mein Fazit für heute, wir können sehr dankbar sein dafür, dass wir so mit fester Entschlossenheit eben der Wahrheit folgen und diese Irrtümer oder nicht in diesen Irrtümern leben wollen. Da können wir, glaube ich, sehr dankbar für sein, weil wir eben dadurch auch nicht wieder die zerfleischenden Folgen des Kapitalismus so stark befürchten müssen, weil wir eben gar nicht mehr auf den Kapitalismus so sehr reinfallen können durch unser gestärktes Bewusstsein. Ja, das habe ich noch zu sagen. Wechsel. Wechsel 4. Ja, wie gesagt, deswegen, es fehlen uns jetzt einfach nur mal 10 weitere Leute, die da teilnehmen und wo wirklich Hoffnung entsteht und die dann, wo wir so ein kleines Kommunenwachstum sehen würden und, ja. Das wäre das, was fehlt. Aber genau das scheint ja das zu sein, dass man diese Schwelle sozusagen von 3 Leuten auf 10 Leute oder gar auf 30 Leute zu kommen und so weiter, ja, dass das so unendlich schwierig ist. Wobei ich gerade hier von mir auf den Turm der neuen Uhren schaue, ja, also eine Uhr war ja jetzt kaputt gegangen, aber ich habe ja schon wieder 8 neue Uhren nachbestellt gehabt und man kann die jederzeit ja einfach nachbestellen. Ja, ich habe also hier viel mehr Uhren, als wir Teilnehmer haben. Ja, also so ist der Gang der Dinge. Wechsel. Alle haben noch ein bisschen Konto. Ja, Wechsel 2. Ja, das wäre es, ne? Also wenn jetzt irgendwo, also vielleicht merken ja was, also wir versuchen ja an die Leute ranzukommen und ihnen die Einladung auszusprechen. Ne? Das machen wir hier, das machen wir in Berlin, das mache ich hier in Hessen. Heute erst war ich bei einer Veranstaltung wieder von Leuten, die Tipps geben, wie man mit Diskriminierung und rechten Parolen umgehen könnte. Ne? Also die haben ein sehr eingleisiges Bild gehabt, wo da Diskriminierung sein kann und aus welcher Richtung sie aus ihrer Sicht nicht kommen kann. Aber war ganz genial, dass ich da als einer derer, die ja führend für so eine Initiative der Querdenker, wie es Zeltcamp da wirkt, ich habe einen Weg gefunden, also da ja nett mit denen zusammenzusetzen, Ende, drüber zu reden, auch dass Ende. Sie Ende, ja, dass sie falsche, verengende Definitionen machen. Ich würde sagen, lassen wir es dabei für heute. Und oder hat noch jemand jetzt Zeit? Janik hat noch sagen? Konto, Janik hat noch Konto und ich habe noch Konto. Ah, okay, na dann, macht noch was. Ja, Wechsel 4.
Ja, dann verabschiede ich mich für heute. Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, heute diesen Schwerpunkt gehabt. Vor 400.000 Jahren war die Welt noch vollständig in Ordnung, weil eben die erste kapitalistische Handlung, nämlich die erste Tauschhandelsaktion und die damit einhergehende Möglichkeit durch Irrtümer den Tauschhandel ankurbeln zu können, noch nicht gegeben war, und aber schon diese erste Tauschhandelsaktion war geeignet, alles zu beginnen, zu zerstören. Und das Resümee davon sind Hunderte von Irrtümern, die die ganze Welt durchziehen und zig verschiedene Sparten und Hunderte von Irrtümern. Und ja, und wir sind eben leider noch nicht 10 Leute hier, 20 Leute, sondern zu dritt. Und Ende für mich. Jetzt hat nur noch der Jannik Konto. Ja, dann würde ich sagen, können wir das ja so sehen, dass wir uns an dieser Erkenntnis erfreuen können, wenn wir immer mehr vorteilbringende Irrtümer entlarven können und uns an diesem, ja, an diesem Prozess erfreuen können. Wenn wir dann uns selber davon befreien und dann auch ein Licht für andere Menschen sein können, um eben in diese Richtung des Wandels zu kommen, wo eben die Irrtümer verschwinden können und die Wahrheit wieder ihren Weg findet. Ja, und damit habe ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Können wir uns gern verabschieden. Alles klar, tschüssi, bis Ja, nächste seid alle umarmt Woche. durchs Internet. Die Ja, Zuschauer auch, und wenn ihr such wollt. mal 20 Mitwirkende. Ich versuche auch immer alles, aber es kommt keiner hier an. Nee. Niemand will reden über Wir finden Irrtümer und welche. Irgendwann Wahrheit. kommen die Massen angerannt. Tschüssi. Tschüss.